Ihr verdammten Drecksfixer! Weg mit dir. Jawohl, nehm ich mit. Meine Glückskartoffel. Alter, das gibt's doch nicht. Schon wieder draufgegangen. Nöp. Ja, da war das erste Mal Eisen oben in der Wand und dann kommt dieser Dreckscreeper. Kann man Kartoffel eigentlich essen? Ich weiß es gar nicht, ob man hier die Kartoffeln roh einfach so sich in den Wanst hauen kann. Aber da war jetzt wieder mein ganzes Zeug. Mein ganzes Steinzeug, die Kohle und was nicht alles. Das hier ist wieder die andere Höhle. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Welche ist denn jetzt die, wo ich reingegangen bin? Oh Mann! Ich bin doch so ein Vollidiot. Ah! Verdammt! Kacke! Oder war das jetzt die Höhle? Das kam mir nämlich gerade nicht so vor, und weil ich, wenn denn, nicht wüsste, wo ich da hingehen soll. Gucke ich mal hier nochmal kurz rum, ob hier noch irgendwo eine andere Höhle war, aber das muss die gewesen sein. Bin ja einfach in die Höhle rein und habe direkt ein paar Steine abgebaut. Das müsste die eigentlich sein. Yo, Kartoffel geht. Genau, und hier hatte ich abgebaut und dann bin ich hier so. Bin ich dann einfach hier runter? Nee. Weiß auf jeden Fall, dass ich in der Höhle war, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Glaube ich. Bin ich jetzt denn... Nee, hier kann ich nicht runtergegangen sein. Nee. Da rechts ist das Eisen, das hätte ich nämlich direkt abgebaut. Ich war schon hier drin. Stimmt schon. Oder doch nicht? Da ist der Eingang. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich habe hier jetzt die Steine abgebaut. Ach so, und dann bin ich hier lang gegangen. Oder doch nicht? Da unten ist ja nichts weiter, deshalb. Mit der Kartoffel, das hat ja mal so gut wie gar nichts gebracht. Geschwommen bin ich, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht. Und ja, ich weiß, ich renne auch die ganze Zeit, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann mit dem bisschen Nahrung, was ich habe. Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Gut, Restart Nummer 2. Diesmal richtig. Oh Mann! Das heißt auch das ganze Porkchop, was ich mir da so mühsam zusammengesammelt habe. Alles weg. Weil ich zu blöd bin, die Höhle wieder zu finden. Ach, Mann. Könnt mir gerade selbst links und rechts dreifach scheuern. Zack, so. Zack, zack. Zack, zack. Eine Bastelkiste bitte. Zack, da zurück. So, Bastelkiste hier. Zack. Dam, dam, dam. So, dam, dam. So, das Ding bitte dahin. Quatsch. Bitte zack, zack. So, dam. Da, da, da. So, und dann kommst du dahin. Warum auch mal der das jetzt immer alles nach rechts packt. Ich spiele das Spiel immer noch von links nach rechts, aber ist ja scheißegal.
Ist ja nur der HBK. Das kann man ja nicht auf die Allgemeinheit beziehen. So, dann... Oder bin ich hier lang gegangen? Ach, ich bin hier lang gegangen. Und da ist mein Zeug. Alter. Ich dachte jetzt gerade schon, ich habe gar kein Schwert mehr. Okay. Nee, 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 nee. In die Richtung gehen wir erst gar nicht. Aber wenigstens haben wir auch das gebratene Schweinefleisch jetzt wieder dabei. Und die Fackel. Nee, ein Schwert haben wir irgendwie nicht mehr. Muss wohl schon despawned sein. Oder so. Was natürlich gerade ein bisschen suboptimal ist. Aber wir haben ja einen Kasten dabei. Zack, zack. So. Quatsch. So, machen wir uns direkt zwei Schwerter. So. Dam, dam, so. Dann hacken wir uns dich nochmal ab. So, und es wird wieder Nacht. Wir machen uns mal wieder auf die Heimreise. Ach. HBK. Du machst dich noch selbst fertig. Kein anderer macht mich fertig, das mache ich schon selbst. Andere sagen, verarschen kann ich mich alleine. Ich kann mich selbst fertig machen. Fertig machen kann ich mich alleine. Ein Zombie in der Goldrüstung. Rechts von uns. So einer hatte mich getötet. In der Aufnahme, die ihr nie zu Gesicht bekommen habt. Beziehungsweise die Aufnahme, die niemals eine richtige Aufnahme war, wo ich nur die Tonaufzeichnungen von habe. Vielleicht wird das irgendwann mal in einem Special verwurstet oder so. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Jetzt ist mal schlafen. So, und weiter geht's. Und mal kurz was gucken. Ist noch okay. Ich habe jetzt einfach nur kurz geguckt, wie viel Speicherplatz ich noch habe auf der Platte, aber ist noch mehr als genug. Keine Sorge, Leute. Wir können hier noch ein bisschen Minecraft zocken. Und ich möchte nämlich mal wieder so eine richtig große Aufnahmesession machen. Was ich ja gerade mache. Duh. So, du kommst dahin. Die Holzsachen, die brauche ich eigentlich alle gar nicht mehr. Jetzt, wo ich mein Zeug wieder habe. Nachher mache ich mir doch eh wieder Neues, wenn ich wieder sterbe. Aber wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus, dass ich nochmal sterbe. Und dann ist das alles okay, was vielleicht die meisten gar nicht wissen. Das alte Holzzeug kann man nochmal verwerten. Und zwar, indem man es einfach nur verbrennt. Man kann es im Ofen verwenden. Als Brennmaterial. Das bedeutet, ihr müsstet nicht einfach wegschmeißen und dann dort verrotten lassen, so nach dem Motto. Nee, ihr könnt dann einfach das in den Ofen packen und damit könnt das genauso einschmelzen wie mit Kohle. Und sonstigen Sachen. Da hinten geht das Gelände noch viel weiter. Was eine Aufregung. Was eine aufregende Aufnahmesession, wie für mich jedenfalls. Uiuiuiuiui. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist es langsam ein bisschen zu heftig. Da werde ich ja spontan um ein paar Jahre älter. So, nehme ich das, was ich jetzt brauche. Und ich weiß, ich habe da gerade so ein bisschen gemacht. So ein bisschen Joker-mäßig so. Sie erinnern mich an meinen Vater. Naja, und so weiter. Ich hoffe mal, jeder von euch hat Dark Knight gesehen. Wenn nicht, dann holt es nach. Es ist ein sehr guter Film. Und es ist nicht irgendwie so Klischee-Batman-haft, so Comic-mäßig. Ganz im Gegenteil, es ist purer Actionfilm. Purer, genialer
Action-Thriller-Film mäßig. Naja, Thriller weniger, aber... Das ist ein Thriller. Oh, zwei Skelettos. Nicht nochmal mit mir. Nicht nochmal. Nicht nochmal.